nämlich jetzt, der steht oben, Joachim Puchner, fährt natürlich für Sie mit der Kamera runter. Sie wissen ja, 1980, Uli Spies war der Erste, der über die Kamelbuckel gesprungen ist. Jetzt ist das ganz selbstverständlich, aber für den Kamerafahrer nicht wirklich, ohne Renngewand. Wenn er das richtige Tempo hat, könnte es sich ausgehen, Joachim. Wirst du drüber springen oder vorbeifahren? Ja, Oliver, ich habe noch keine Ahnung, ob ich drüber springen soll. Und das werde ich wahrscheinlich auch erst 100 Meter davor entscheiden, ob es ausgeht oder nicht. Aber eins kann ich dir versprechen, das Rennen wird heute unter anderem auch eine richtige Flugshow werden. Los geht's, schauen wir es uns an. Los geht's mit der traumhaften Abfahrt. Die ersten Tore sind ein bisschen flacher und dann geht's schon in den ersten Sprung rein. Und jetzt nehmen wir richtig Tempo auf, eine in die Kompression, Sprung und schnell umlegen. Nächster Sprung, ja, da geht ungefähr 40 Meter weit. So, Looping und jetzt gut ausgleiten. Jetzt haben wir ein bisschen Zeit zum Nachdenken. Hoffentlich haben wir einen schnellen Ski. Beziehungsweise hoffentlich haben wir keinen Wind, beziehungsweise keinen Gegenwind. Anfahrt. Socha. Ist ein Traum zum Fahren. So. Nächster Sprung. Mauer. Ja, der geht heute wieder gut weit. Und jetzt nehmen wir gescheit Tempo auf. Zweite Mauer. Und jetzt müssen wir uns dann schon langsam entscheiden, ob wir über die Kamelbuckel drüber springen. Ja, ich glaube, wir nehmen die Kamelbuckel heute. Wir halten uns vor. Ja, und der geht weit. Bis dann eigentlich. So, wieder konzentrieren. Also ordentliches Tempo drinnen. Welle, gut drucken. Nächste Welle, auch gut drucken. Anfahrt, Chaslat. Die erste Welle überspringen wir. Lohnt gut rein. Gut Druck in die Wellen. Ja, da geht's. Ordentlich zur Sache. Zwei Wellen und nochmal. Eine Springer. Jetzt brennen die Oberschenkel so gescheit. Kompression. Wieder Welle. So, und jetzt alle Reserven nochmal ausholen. Sprung. Und jetzt nehmen wir nochmal richtig Tempo auf. 130 km/h zum Zielsprung. Und durchs Ziel. Ja, ich finde, das war eine flüssige Fahrt. Leider ist die Stimmung da ein bisschen hölzern, sagen wir mal so. Alles Gute.